Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute haben wir die feierliche Eröffnung der Garchenline, unserem neuen Premium-Produkt. Wunderschöne Strecke für jedermann. Blauer Schwierigkeitsgrad verleiht jetzt her zum Spaß haben, zum Springen, zum Laufen lassen. Die neue Line taugt mir richtig gut. Es hat einen super Flow. Man kann richtig so dahin fahren und das ist richtig lässig bei der Line. Ja, im oberen Teil ist es ein bisschen nass, aber es ist ganz klar auf dem Winter auch. Aber sie haben auf alle Fälle super gearbeitet. Spitze, dass wir heute da fahren haben können und neu. Traumhaft. Also. Und die ist wirklich so gemacht, dass du locker lässig fahren kannst und fühlt sich jeder wohl. Und herzliches Kompliment, also wirklich gewaltig gut geworden. Ja, es ist einfach ein wahnsinniges Gebiet, wo man Radl fahren kann, wo man Spaß haben kann, wo man Trails fahren kann, wo es immer jedes Jahr neue Trails kommen und das ist einfach voll lässig. Heuer haben wir noch geplant, zwei weitere Strecken zu bauen, eine im Bereich Rotkogljochhütte Gigijoch Bergstation und eine weitere im Bereich Obstlerhütte Grünwald. Das ist praktisch die Variante der Strecke, die wir heute eröffnet haben. Für mich selber ist es eigentlich so, dass ich durch das wieder angefangen habe, Radl fahren. Weil ich bin ja bei den Bergbahnen, bin ich für das zuständig und inzwischen taugt es mir auch wirklich wieder gut. Und das ist ganz was anderes. Also hinauf fahre ich fast nie mehr. Aber abwärts bin ich jetzt eigentlich recht viel unterwegs und gefällt mir gut. Und für die Bergbahn, so wie es heuer war jetzt, war schon die Diskussion und die Überlegungen, ob wir so früh aufsperren mit 7. Juni. Das ist ja wirklich ein extremer früher Start und auf den Winter auch nochmal fast zu früh, aber es ist alles zufrieden und es sind Leute und wirklich sehr erfreulich und fährig, wie es eigentlich läuft und wie es entwickelt. Ja, das Mountainbiken, das taugt mir einfach, da fühle ich mich wohl, mir taugt es einfach Trails zum Fahren, in der freien Natur draußen zu sein, einfach eine Gaudi haben und das habe ich beim Mountainbiken.